In diesem Video erfährst du, wie du aus Geldscheinen eine wunderschöne Blume basteln kannst. Alles, was du dazu brauchst, sind 3 Geldscheine und ein bisschen Draht. Dann fangen wir mal an. Leg den ersten deiner 3 gleichen Geldscheine mit der Rückseite nach oben auf den Tisch. Und jetzt knickst du auf beiden Seiten jeweils die oberen Ecken zusammen, sodass in beide Richtungen ein Pfeil entsteht. Jetzt faltest du den rechten Rand genau auf die Mitte der Pfeile. Und dasselbe wiederholst du dann auch mit der anderen Seite. Und jetzt faltest du einfach den Geldschein so zusammen, dass ein Trapez entsteht. Und genau dasselbe wiederholst du jetzt auch mit deinen 2 weiteren Geldscheinen. Und jetzt nimmst du alle 3 Geldscheine und legst sie übereinander. Und jetzt kommt dann auch der Draht ins Spiel. Den brauchst du, damit die einzelnen Geldscheine auch zusammenhalten. Ich wickel den jetzt einmal hier rum, binde den oben ein bisschen zusammen und dann falte ich ihn auch nochmal über die andere Seite drüber. Zur Verdeutlichung für das Video habe ich hier diesen grünen Draht verwendet, dass ihr auch seht, was ich da eigentlich mache. Ihr könnt ja selber zu Hause zum Beispiel so einen dünnen Golddraht oder sowas nehmen, den man dann kaum sieht. So, ich mache jetzt da auch noch einen Knoten rein, damit es festhält. Und dann schneide ich die Enden ab. Und dann drücke ich das Ganze auch noch ein bisschen fester zusammen. Und jetzt kann ich die einzelnen Blütenblätter mit meinen Fingern auseinanderziehen. Ich drücke es immer wieder fest, dass es nachher auch stabil hält. Und wenn ich die Blume jetzt umdrehe, kann ich die einzelnen Blüten öffnen. Und bin dann eigentlich auch schon fertig mit meiner Blume. Und je nachdem, wie groß ihr die einzelnen Blütenblätter haben wollt, könnt ihr die auch noch weiter auseinander machen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und beim Geld verschenken.